Hallo Leute, BuddeTV hier und willkommen zur Mechanik Task Büchsenmacher Teil 14 bzw. Gunsmith Part 14. Für die Aufgabe brauchen wir eine HK416 und diese besorgen wir uns am besten auf dem Flohmarkt. Haben wir die Waffe gekauft, fangen wir direkt an. Wir verkürzen die Waffe und tauschen den Lauf aus und wählen einen Lauf mit 11 Inch aus. Und außerdem wechseln wir die Schiene für eine Midwest 9 aus. Anschließend den Gasblock wieder dran montieren. Danach kommen wir zum Schalldämpfer, aber zuerst müssen wir den Flashhider Shure Fire SF4P montieren, den AR-15 und darauf den Shure Fire RC2. Als Griff verwenden wir den AR-15 Magpul Mo Pistol Grip. Als Stock verwenden wir den GEN2. Um den Vordergriff zu montieren, brauchen wir zuerst eine 4 Zoll Schiene und darauf nehmen wir den Magpul RVG Foregrip. Seitlich nehmen wir die Magpul M-Lock Cantilever Mount Schiene. Die gibt uns eine Ergonomie. Wichtig, dass ihr die aussucht. Und darauf das taktische Gerät LA5BPEQ. Als Visier nehmen wir wie gefordert von Mechanic das EOTech EXPS3 Holographic Sight. So, um über 60 Ergo zu kommen, nehmen wir noch Kimme und Korn, sage ich jetzt mal. Suchen wir uns das Deflens FS aus jeweils. Das gibt uns jeweils ein Ergo. Somit haben wir die 60 Ergo erreicht. Ihr könnt euch irgendein Magazin aussuchen. Voraussetzung ist, es ist ein 30-Schuss-Magazin und ihr müsst unter 4 Kilo sein. Und so sieht die Waffe aus. Ihr könnt sie nun bei Mechanic abgeben. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Falls ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wer mir live beim Spielen zuschauen will, kann mich auf Twitch besuchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.